Geht es, Erich? Es geht. Ah, macht ohne mich weiter. Das ist Ihre Arbeit hier. Ich weiß, aber machen Sie sich keine Sorgen um mich. Doch, anscheinend haben Sie Rückenschmerzen. Ah, oder tun Sie nur so? Och, warum sollte ich das? Vielleicht, weil Ihr Sohn Max heute Geburtstag hat und Sie früher gehen möchten? Hm? Wie können Sie mir so etwas vorwerfen? Ich beschwere mich bei der Gewerkschaft. Ah, schauen Sie, jetzt sind Ihre Schmerzen weg. Das ist normal. Wut betäubt den Schmerz. Ah, das war's. Ah, die Wut ist verflogen. Ah, sorry, das ist nicht Ihre Schuld. Ich weiß, dass Sie heute früher gehen wollen, weil heute Mittag in der Kantine haben Sie in Ihrem Kaffee gerührt und gesagt, ich muss einen Weg finden, um heute früher nach Hause zu gehen, weil mein Sohn Geburtstag hat. Ich dachte, ich habe das nur gedacht. Also gut, wissen Sie was? Ab sofort denken Sie weniger und denken mehr nach. Hm, ich denke dran. Schönen Nachmittag, Erik. Vielen Dank, Stefanie. Aha, alles klar mit Ihrer Schulter? Wie? Was? Da klemmt doch etwas, oder nicht? Nein, es zieht nur ein bisschen. Moment mal, Sie täuschen Rückenschmerzen vor, obwohl Sie echte Schmerzen in der Schulter haben? Es erschien mir glaubwürdiger. Aber mit Muskel-Skelett-Erkrankungen ist nicht zu spaßen. Mit was? Mit Muskel-Skelett-Erkrankungen. Erkrankung des Bewegungsapparats. Vor allem, wenn man Lagerarbeiter ist. Es beginnt mit leichten Muskelbeschwerden oder Schmerzen. Das ist doch nur nachmittags. Abends ist es weg. Ja, das ist im Anfangsstadium so. Aber im Zwischenstadium treten die Beschwerden und Schmerzen früher am Tag auf. Sie gehen nicht mehr weg und verringern die Arbeitsfähigkeit. Keine Sorge. Es ist nichts Schlimmes. Das Problem besteht darin, dass wenn wir nichts tun, es pathologisch werden kann. Entzündungen, Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit oder Kraft bis hin zum Muskelschwund. Wie bitte? Wie der Typ bei Terminator? Ich werde schmelzen? Ganz genau. Sie werden sich auf der Stelle verfließen. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber Sie verlieren Muskelmasse und das kann bis zur Behinderung gehen. Achten Sie also auf Ihre Handgriffe. Diese Probleme kommen häufig von einer schlechten Technik. Unmöglich. Technisch gesehen bin ich top. Okay, heben Sie diesen Karton hoch. Gern. Sie gehen ja gar nicht richtig in die Knie, Rick. Sie werden sich den Rücken verrenken. Ah, dabei wollte ich doch nur so tun, als hätte ich Rückenschmerzen. Wunderbar, danke, Stefanie. Man humpelt nicht, wenn man Schmerzen in der Schulter hat. Das ist psychoautomatisch. Psychosomatisch. Was? Psychosomatisch. Das verstehe ich nicht. Das ist in Ihrem Kopf. Ach so. Okay. Hören Sie zu, mit der Gesundheit am Arbeitsplatz ist nicht zu spaßen. Wenn Sie das nicht ernst nehmen, kann das zur völligen Arbeitsunfähigkeit führen. Ich passe auf. Versprochen. Wenn wir schon dabei sind, Doktor, gegen 14 Uhr oder vielleicht sogar 14:15 habe ich manchmal Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, warum. Das hat bestimmt gar nichts mit den 4 Desserts, die sich in der Kantine gönnen, zu tun. Ah, da bin ich ja beruhigt. Hm, den Bienenstich hätte ich noch geschafft. Gut, das nächste Mal Handschuhe. Ja, ist nicht kalt, danke. Nein, zum Schutz, denn Kartons können schneiden. Ach ja, richtig. Und nicht vergessen, die Gesundheit ist wichtig. Ja. Verstanden, keine Sorge. Schönen Tag, Erik. Auf Wiedersehen, Stefanie. Und vorsichtig mit dem Lagerbestand. Eine Wasserpistole. Wie bitte? Max, checken Sie meine Wasserpistole. Gefällt ihm garantiert. Ja, tolle Idee. Und ich werde ihm sagen, dass er nicht auf meine Schulter zielen soll. Sicherheit geht vor. Safety is right now.